Was wollt ihr denn jetzt dafür, dass ihr ein Zelt auf den Esel packen? Pachtgebühr, sagen wir. Na, ihr seid Zwerg, ihr könnt euch da ein bisschen mehr leisten. Oder, ach nein, komm. Freundschaftspreis. Wir beide sind ja nicht so wie Abelmir, ne? Weißt du was, du darfst das sogar umsonst machen. Das ist nett von dir. Also dann musst du dich aber auch vielleicht daran erinnern, wenn wir irgendwo einen Drachen sehen, dass du dich dann auch vor mich stellst und nicht hinter mich. Natürlich. Also verleiht ihr die Dienste eures Esels, das ist praktisch. Nun, ihr wisst, eine magische Heilung, wie ich sie durchgeführt habe, durchaus bis zu 100 Dukaten kosten kann, nicht wahr? Oh, dann sind die Eselpreise auch deutlich angestiegen, plötzlich. Es sei denn, ihr wollt mir natürlich diesen Preis erstatten. Ich bin ein armer Mann. Ich weiß nicht, was ich gerne erzählt habe. Ich bin mir sicher, eure Esel werden in der Lage sein, meine Sachen zu tragen, und wir vergessen das mit der Bezahlung. Es kommt auf die Sachen an. Wie gesagt, meine Esel sind schon schwer beladen, aber etwas könnte man noch draufpacken. Sehr gut. Und ja, dann würde ich mal Zelte einkaufen gehen. Gut. Dann kannst du dir Zelte kaufen. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr für die Wildnis braucht? Denn ja, noch ein bisschen, ein kleines Stück seid ihr noch auf der Reichsstraße, aber wenn ihr die verlassen solltet, dann wird es relativ ungastlich. Und es eine Frage sein. Hat Abdullah noch. Hat irgendwie eine Axt oder eine Handaxt oder sowas mitgenommen zum Holzhacken? Verdammte Hacke, das habe ich vergessen. Ich möchte gerne eine Handaxt kaufen. Denk wirklich mit. Streichen. Alles, was ihr hier kauft, plus 50%. Also ich werde mein Essen in meinem, oder er zückt so einen stabilen Zinnhenkelbecher raus, darin kochen. Aber wenn wir eine große Mahlzeit kochen will, die jeder für sich selber kochen muss, dann muss irgendjemand einen Kessel mitnehmen. Da hast du recht. Der Zwerg schaut so ein bisschen entschuldigt zu Torgosch. Tut mir leid, das kann ich nicht auch noch tragen. Wie gesagt, ich bin also hoffnungslos. Ein großer Kessel wird ja auch für alle reichen. Aber ich sage ja nur, dass wenn nicht jeder sein Essen selbst kochen will, dann werden wir uns irgendwas überlegen müssen mit einem Kessel. Ich würde den Zwerg übrigens fragen, ob wir Hälfte-Hälfte bei dem Preis machen, weil die 5 Dukaten reichen nicht für so eine Zeltplane mit Zeltstangen und so weiter und so fort. So, wie viel brauchst du denn noch extra? Also mit dem 50% Aufpreis bräuchte ich noch 25 Dukaten. Was? Nein. Nee, verkaufen aber, Esel. Also wir können auch theoretisch ein 4-Personen-Zelt kaufen. Was kostet denn ein 2-Personen-Zelt? Ein 2-Personen-Zelt kostet 2 Dukaten mit 2 Dukaten mit Zeltboden 8 Silber und Zeltstangen 3 Silber, also 3,1 Dukaten, was dann mit dem Aufpreis auf 4, irgendwas ist. Und ja, ich habe halt gedacht, dass du da bei den 5 Dukaten auch irgendwie dabei dich beteiligst, aber nee, das stimmt gar nicht. Rede gerade Schwachsinn. Ich habe halt gedacht, wir machen ein 4-Personen-Zelt, weil dann ist es billiger. Iolaus, deine Liste ist nicht vollständig. Und wird so, also zum Beispiel der Balsam eine Wunde, so wie er drin steht, wenn du dir keine selbst auferlegte Erschwernis gibst, wird der immer scheitern. Immer. Weil die Wunde gibt dir immer eine Erschwernis, aber du musst das vorher musst du dir schon die maximale Erschwernis gegeben haben, die du damit heilen können willst. Ja. Ansonsten geht's nicht. Ist genauso wie du bei Zaubern, die gegen MR gehen, zum Beispiel vorher festlegen musst, gegen wie viel MR die maximal gehen sollen und dir das als Erschwernis aufschreiben. Das sind jetzt auch nur die Kosten. Die ganzen Modifikatoren sind auch nicht vorbei. Ob der Revisalis Fulminatus in den Stab geht, weiß ich gerade selber gar nicht. Natürlich, warum nicht? Müssten wir nochmal recherchieren. Ich weiß es nicht, ob du ein Revisalis... Das Einzige, was nicht in den Stab geht, sind Rituale und Beschwörungen. Der Revisalis, ein einzelner Zauber geht doch nur in so ein Stabvolumen, oder nicht? Also du kannst theoretisch in 2 Aktionen dann den Revisalis Fulminatus auslösen. Also kurz für alle, der Reversalis Fulminictus soll reingesprochen werden, der Invercano, der Guardianum gegen Dämonen, der Sender. Gleich zweimal? Fumo. Gleich zweimal, ja, sehe ich genau. Zweimal ein Guardianum gegen Dämonen, ein Sensor Taco, ein Armatrotz, 3, also 3 Rüstungsschutz, ein Balsam und ein Schleier der Unwissenheit. Da müssen wir uns nochmal jetzt überlegen, ob das so klappt. Die minus 1 kommen woher? Dadurch, dass das Ding Kraftfokus hat. Nein, falsche Antwort. Ein Stabzauber immer nur gleichzeitig. Nochmal was? Ein Stabzauber nur gleichzeitig. Wenn du das Ding, wenn du den Zauberspeicher vollsprichst, kannst du nicht gleichzeitig den Kraftfokus benutzen, um einen HSP einzusparen aus dem Zauberstab. Ist das so? Ah, das ist mir auch neu. Ich glaub's, aber es ist mir neu. Und was für bestimmt, hier, sag schon.
Kraftkontrolle, oder? Nee, Kraftkontrolle hat er eben nicht. Achso, schade. Gut, und während ihr euch so vorbereitet, das letzte Mal in der Zivilisation, zumindest irgendwie, Balio, da seid ihr natürlich schon ganz andere Sachen gewöhnt, gerade wenn ihr von der Gezeitenspinne kommt. Aber ja, hier noch wohl angenehm, interessantes Klima, jetzt mit diesen ganzen Viehbaronen, den Ritterbaronen, die hier einen kleinen eigenen Krieg angezettelt haben, den Geschichten über Pantlariel, Pantlarin, den Neunaugensee und Isegrain. Ja, vergeht die Zeit und am nächsten Morgen reist ihr mit dem Glockenschlag vom Praios-Tempel los. Dazu nach der Pause mehr. Dann beginnt eure Reise in Balio und durch das Nordtor könnt ihr dann eure Reise fortsetzen. Das nächste Ziel wird dann Braunsfurt sein, wo ihr dann wirklich die Reichsstraße 2 verlasst. Ja, die Praios-Tempel verabschieden euch, 8 dumpfe Gongschläge, die zu euch herüberrollen und euch dann verabschieden. Die Luft ist kühl, klar, ein paar Sonnenstrahlen, die dann von Osten her über das Weidenland sich tasten. Und ja, mit einem Frösteln kann die Reise beginnen mit der Stadttor und dann, ja, seid ihr wieder auf bekannten Pfaden unterwegs nach zunächst Anderrath, der nächste Ort, wo ihr dann, ja, normalerweise mit einem Pferd wäre das in wenigen Stunden erreicht, aber dadurch, dass ihr eben auch zu Fuß dabei seid und auch einen Zwergen dabei habt, ist das eben wesentlich länger. Die wenigen Ortschaften am Wegesrand sind dann nur kleine Weiler am Tal des Pantlariel, also nicht wirklich von Bedeutung, könnt ihr weiter voranmarschieren und dann nach Ende des Tages erreicht ihr Anderrath. Eine schmale Steinbrücke, die sich hier über den Pantlariel spannt, gepflasterte Straßen, die das westliche Weid führen. Genauer gesagt zum Rodenstein, dem Zentrum des Widerstandes gegen die Orks, die ja auch teilweise hier den 4. Orkensturm angesagt haben, der im vollen Laufe ist. Teilweise natürlich auch an anderen Gebieten, aber ja, kein Wunder, dass hier eine ganze Menge an Rondrak-Weiden umherlaufen, weidender Ritter und den einen oder anderen eher zweifelhaften Abenteurer. Ja, seht ihr das? Ich wünschte, wir könnten lieber weiter Richtung Norden, Nordwesten ziehen und den Orks aufs Maul geben, anstatt über die Sichel zu messen. Aber gut, die Pflicht ruft. Ja, es gibt ja auch mehrere Gasthäuser, die sind allerdings hoffnungslos überfüllt, sodass ihr dann, ja, wenn überhaupt, im Stroh schlafen müsstet. Das ist dann unglaublich unangenehm, vielleicht schon mal. Und zeugt schon einmal davon, dass die Zivilisation euch verlassen hat. Wie mögt ihr das Ganze angehen? Habt ihr da irgendwie andere Präferenzen? Wollt ihr jemanden bezahlen, damit er dann Platz für euch macht? Oder schlaft ihr im Stroh? Immer wird sich sein Zelt einfach im Strohlager aufbauen und darin schlafen. Mensch, eine gute Vorbereitung. Ja. Wozu hat man einen Schlafsack? Das ist eine tolle Idee, die Ömer da hat. Das macht Ragnar mit seinem neu gewonnenen 2-Personen-Zelt oder 4-Personen-Zelt, wenn die Zwerge ein wenig Geld sparen wollten, natürlich gleich nach. 2-Personen-Zelt. Ich baue nämlich auch das Zelt für mich und Igna auf. Oder Igna baut es auf mir. Egal. Ich würde Iolas einladen, in meinem Zelt zu kommen. Das nehme ich auch dankend an. Ist wärmer. Zu zweit. Kuscheln. Könnt ihr euch an die alten Zeiten in Punin erinnern? Mhm. Und also wenn sich das Zelt das erste Mal hier so ein bisschen ausgetestet, im Trockenen, kann man so ein bisschen sagen, unter ja nicht gefährlichen Bedingungen. Herr Ragnar, glaubst du, das Zelt hält so und du siehst, dass Ömers Zelt vielleicht gerade so halten würde, aber wenn ein stärkerer Wind draußen wehen würde, würde es vielleicht umfallen. Also da müsstest du noch ein bisschen was dran verbessern. Okay. Hier zum Beispiel, das hast du ja auf dem Heu hier, die Stangen befestigt. Das musst du im Boden festmachen. Und wenn du willst, könnt ihr das kurz hier ein bisschen erklären. Ja, zeig mir das auch mal, wie das mit dem Zelt aufbauen geht. Ja, man würde dann das Zelt fachgemäß aufbauen.
er in seiner Wildnislebenprobe das auch sagt. Und ja. Ich gehe nochmal. Oh, du bist ja richtig gut drin. Vielleicht kannst du mir noch ein paar Tricks und Kniffe zeigen. Ja, gerne. Ich meine, wir beide sind ja Freunde. Und ich schaue nochmal in diesem Stall rum und schaue dabei Galan und den guten Abelmir an. Ich glaube, unser Abelmir hat irgendwelche Vorurteile wie im Torwaler. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Die Kommentare waren ein bisschen schnippisch. Vielleicht war er einfach nur schlecht drauf, aber man muss das mal im Auge behalten. Er sagt ja irgendwas von Piraten. Ja. Genau. Also die Torwaler da aus Torwall, die haben auch irgendwie Probleme mit den Horasiern. Die überfallen die öfter. Er sagt schon Lips. Wir. Hörst du Abelmir? Er sagte wir. Was? Wann habe ich wie gesagt? Also eben gerade gesagt, wie er überfallen. Hey, die. Na, die. Kommen gar nicht aus Torwall. Du bist auch Torwaller. Ja, klar. Meine Eltern waren Torwaller. Das waren einfache Fischersmänner, die über Umwege, ich weiß nicht mehr genau, was mein Vater mir da erzählt hat, die waren auf jeden Fall irgendwann in Mendena ansässig. Und dann kam Borbarat und dann mussten die von da weg. Und naja, dann sind wir irgendwann in Gareth gelandet und dann kam ich zur Welt. Also wirklich viel mit den Torwallern aus Torwall habe ich eigentlich nicht gemeint. Die trinken ganz gerne mal mit mir und ich erzähle ein paar Geschichten, das mögen die irgendwie. Junge, die erzählen auch immer, die erzählen auch gerne was von ihren Geschichten. Junge, du lügst doch. Warum sollte ich lügen? Borbarat war doch erst vor ein paar Jahren hier. An der Oberfläche. Wie alt, du siehst nicht aus, als ob du 6 wärst. So viel weiß ich. Ja. Ich meine, dem Ömer vertraue ich. Der sagt die Wahrheit, aber du. Tut mir leid, Junge. Ah, ich lüge. Deine Geschichten müssen besser werden. Das denke ich auch. Ich bin ja schon ein wenig der Zeit voraus, müsst ihr wissen. Und Abelmir, du behauptest also, dass alle Torwaler Blutmagier sind? Mhm. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Weil macht doch die Nähe zu den Orks irgendwie. Die leben Jahrhunderte schon neben den Orks. Was soll dabei rauskommen? Ragnar sieht nicht aus wie ein Blutmagier. Was? Blutmagier? Ja. Ich habe was anderes gehört. Weißt du, was der Unterschied zwischen einem Torwaller und einem Ork ist? Orks haben mehr Fell. Nein, die Orks tragen ihre Ringe in den Nasen. Und Torwaller tragen sie in den Ohren. Der war ja witzig. Hat Ragnar auch Ringe? Nö. Nee. Nicht? Nö. Ragnar hat keinen Bart. Aber Ragnar ist doch Torwaller, der hat auch keine Ohrringe. Ragnar hat auch keinen Bart und eine gepflegte Frisur. Welchen Sinn macht das denn dann? Naja, die meisten Torwaller tragen Ohrringe. Wie gesagt, ich komme nicht aus Torwall. Aber die Torwaller erzählen auch immer wieder lustige Geschichten über die Horasier. Tja. Dass man sich öfter mal mit deren Perücken den Hintern abwischen kann oder sowas. Lustiges Völkchen auf jeden Fall. Besser als diese schnieke-pieke Horasier. Mehr auf ihren eigenen Stand als auf ihre Freunde achten. Trinken, plündern und rauben. Wollt ihr beide euch wohl benehmen? Jetzt reicht's aber. Woran? Ich hab einen Witz aufgeschnappt auf der Reichsstraße. Woran erkennt man einen betrunkenen Torwaler? Er ist etwa 2 Schritt groß, hat Tätowierungen und eine Axt. Gut, der war gut. Ich hab noch zwei andere Witze aufgeschnappt. Treffen sich 2 Magier. Sagt der eine, kommst du mit? Sagt der andere, nee, da war ich schon. Ich verstehe ja. Ich auch nicht. Habt ihr vielleicht was vergessen? Also gut, dann ruhen wir uns ein bisschen aus und dann kuscheln wir unsere Zeit rein. Bist du der neue Anführer oder was? Nein, das ist immer noch Torgosch. Aber ich bin sein Vertreter. Gütant. Alles klar. Dann tun wir das, was der Vertreter von Torgosch sagt. Ich nicke und mache das auch. Ich will keinen Mucks mehr hören, wenn das Licht aus ist. Wenn mein Vertreter das sagt. Ja. Ja, die nächste Reise am Tage verläuft dann so, dass ihr gegen Abend keine neue Ortschaft erreicht, sondern nur an einem Wehrhof gastieren müsstet.
ja, gibt da so einen kleinen Marktplatz, ist es nicht. Es ist einfach ein Wehrhof, der direkt an der Straße dann erbaut worden ist. Und ja, ehe ihr euch verseht, könnt ihr erkennen, wie wohl ein paar Praios-Geweihte mit ja, kurzem blonden Haar aus dem Wehrhof heraustreten. Schauen euch an und sie werden tatsächlich von 4 Bandstrahlern begleitet. Komm auf mich zu. Was zum Gruße? Praios befohlen. Woher kommen die Herrschaften und wo soll's hingehen? Südwärts aus Gareth, dann über Baliho. Es geht über die Sichel. Über die Sichel. Was wollt ihr dort? Zu welchem Behufe reist ihr dermaßen bewaffnet? Wir sind im Auftrag des Reiches unterwegs. Es wird südwärts über die Tobimora gehen. Dann habt ihr sicherlich Papiere, die das bestätigen. Haben wir Papiere gekriegt von Angenbruch? Nee, oder? Nö. Dann möchte ich mal einen Ring hervorholen. Was soll ja, das sein? Aber dies hier. Dieser Ring weist mich... Der Ring weist mich und meine Gefährten als unabhängigen Mitarbeiter der Garethischen Informationsagentur aus. Wir sind in ihrem Auftrag unterwegs. Das interessiert mich ein paar Spitzel. Wer sagt denn, dass ihr wirklich dazugehört? Das kann ja nur wirklich jeder behaupten und jeden Ring er zeigen. Dann nehmt das mit seiner Eminenz dem Reichsgroßgeheimrat auf. Wir haben zu tun. Mir mal zu, ihr redet gerade mit einem Inquisitor vor Praios. Vor Praios Gnaden. Ihr solltet mir ein bisschen Respekt entgegenbringen, wenn eure Reise nicht hier und sofort beendet sein soll. Ja, aber nichts als den allergrößten Respekt für euch, Eure Exzellenz. Nichtsdestotrotz muss ich darauf bestehen, dass wir unbehelligt weiterreisen. Und ich trete mal vor. Entschuldigt, euer Ehrwürden. Gestattet, dass ich mich vorstelle, Abelmir Jamorinus, Abgänger von der Kampfakademie zu Betana. Das interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Eure Reise ist hier so oder so erst einmal beendet und ihr habt alle Zeit der Welt. Was ist oder euer wollt ihr in der Nacht weiterreisen? Anliegen. Natürlich. Was ist eure Anklage, wenn ich fragen darf? Es gibt keine Anklage. Ich will nur wissen, warum ihr so bewaffnet durch die Sichel reist. Ein Ring hervorzaubert, sagt das hier zu. Irgendjemandem gehört zum Reichsgroßgeheimrat. Und ich sagte euch bereits, wohin wir reisen. Und warum. Wir reisen über die Sichel und sind im Auftrag des Reiches unterwegs. Wohin? Yol'Gormak. Die Angelegenheiten des Reiches führen niemals nach Yol'Gormak, sondern allerhöchstens nach Perrinefort. Die Angelegenheiten des Reiches führen mich dorthin, wo auch immer die Feinde des Reiches sind, um ihnen die preisgefällige Strafe, die sie verdient haben, zu überbringen. Ja, guter Witz. Tut mir leid, ich bin nicht so lachend zumute, wenn ich Yol'Gormak höre. Ich scherze auch nicht. Ihr und eure 6 Begleiter wollt nach Yol'Gormak, um die Feinde zu töten? Lächerlich. Also warte, gut, aber wir wollen nicht ungastlich sein. Das Praios Licht ist bald verschwunden und das Maramal küsst den Himmel. Ich schlage begleitet vor, uns doch. Begleitet uns doch ins Innere dieses Wehrhofes und ruht euch aus. Das werden wir wohl tun. Aber ich schlage vor, dass ihr euch nicht noch einmal über unseren Auftrag lustig macht. Und ich schlage euch vor, dass ihr mir gefälligst Respekt entgegenbringt. Am Inquisitor vor Praios Gnaden. Und ihr werdet einem Herr von Praios Gnaden dem ihn gebührenden Respekt entgegenbringen. Sonst können wir die Sache gerne in einem Duell klären. Ihr wollt einen Inquisitor vor Praios zu einem Duell fordern. Ich will nicht, nein. Ihr werdet uns jetzt begleiten zum Inneren dieses Wehrhofes. Werden dort noch mehr von euch sein, die uns gefangen nehmen? Wir werden euch nicht gefangen nehmen, immerhin gibt es noch keine Anklage. Wir wollen nur wissen, wohin ihr reist. Immerhin gibt es dieser Tage viele Leute, die diesen Weg nördlich nehmen. Ob sie nun gegen Orks ziehen oder die Sichel übersteigen wollen. Folgt uns doch bitte. Und, meine Herrschaften, wenn ihr eintreten möchtet. Das wäre eine gute Idee. Es lässt sich viel besser reden, wenn man nicht unter offenem Himmel ist, wo jeder zuhören könnte. Kann ich den Mann mal einschätzen, der mir uns gegenüber eingestellt ist? Der Menschenkenntnis oder so? Der dir gegenüber eingestellt ist?
Oder uns im Allgemeinen. Kannst du eine Menschenkenntnisprobe machen, ja. Oh, ich habe hier so eine tolle Sonderfertigkeit, Talentspezialisierung, Blickwesen. Hilft die da? Ja, klar. Ömer wird ganz gerne sagen, ich muss einen kurz austreten und sich dann endlich erstmal zügig verpissen, um dann auf deutlich größere Entfernung den anderen größere Entfernung hinterher zu schleichen, um zu sehen, wohin die so führen. Ne? Weil Ömer vertraut der ganzen Sache überhaupt nicht. Also, da kommen jetzt gerade Praeusgeweihte, Bandstrahler auf die kleine Gruppe von 7 Leuten zu. Und du willst dich jetzt umdrehen und ins Gebüsch schleichen. Ich würde ganz gerne ins Gebüsch mit den Worten, ich muss mal kurz austreten. Ihr könnt im Inneren des Gasthofes aus denen ab Bord besuchen. Ich mach das hier draußen lieber. Ja, dann nickt der Inquisitor einfach nur noch 2 Bandstrahlern zu, die bleiben dann da stehen und schauen dir zu, wie du in den Büschen verschwindest. Kannst gerne mal eine Sich-Verstecken-Probe würfeln gegen die Sinnschärfe der Praeusgeweihten. Machen wir das, ich gebe mal 3 ASP aus, um meinen Wert so ein bisschen zu spuschen. Warte. Sich verstecken, BE-2. Ich verliere noch einen Punkt, ich habe nur 17 Punkte übrig, ich habe momentan BE-3. Okay. Ja, wenn die anderen, Menschenkenntnisprobe. Feindselig, misstrauisch, feindselig eingestellt, Torosch. Im größten Raum des Gutshauses könnt ihr erkennen, dass es dort etwa ein Dutzend Personen gibt. Nicht allesamt in golden oder weiß, aber 2 weitere noch, die da wohl ebenso die Tracht eines Praios geweiht tragen, beziehungsweise noch etwas feiner gekleidet sogar noch als diejenigen, die euch jetzt vorne abgeholt haben. An der Stirnseite des Saales sitzt auf einem schweren Thron aus Eiche, umgeben noch von 2, sieht aus wie Novizen, ein Mitsechziger in einem rot-goldenen Ornat. Das ist eine große und muskulöse Statur, euch an einen Tobria oder an einen Bornländer erinnert. Und der Jalan leider sehr bekannt vorkommt. Lux, wo bist du? Begrüßt euch Armando Laconda Davania. Lux Triumphat, Exzellenz. Was verschlägt euch denn hierher? Wir rasen über die Sichel. In wessen Auftrag? Im Auftrag des Reiches. Wie immer, ja? Wie immer. Würdet ihr euch bitte entkleiden? Ich habe Gerüchte gehört, dass ihr unter einer seltenen Krankheit leidet. Wenn der Herr Inquisitor es so wünscht, wird es wohl auch geschehen. Ich fange schon mal an, meine Rüstung abzulegen. Meint er alle von uns oder nur ihn? Ja, erst einmal hat er wohl offenkundig mit Jalan gesprochen. Gut. Braucht er ärztliche Unterstützung? Ich lege dann mein Kettenhemd auf einen Tisch ab und fange dann meine Sachen da nach und nach aufzudröseln. Es sind ja doch einige, die ich in dieser Jahreszeit anhabe. Von dieser Hand wurde mir bereits berichtet. Habt ihr denn einen Medikus vor Ort, der diesen unter Umständen beurteilen könnte? Oder werdet ihr euch auf eure eigene Expertise verlassen? Nun, ich habe gehört, dass dieses Leiden nicht zu heilen ist. Deswegen bin ich auch nicht hier. Nun, aber die Tatsache, dass ihr noch nicht offenkundig verbrannt seid, mag euch nicht als Paktierer offenbaren. Vorher würde ich mich auch in mein eigenes Schwert stürzen, anstatt meine Seele zu verkaufen. Seid euch dessen gewiss. An Joel Gromag werdet ihr vielleicht nicht die Wahl haben. Ich werde euch nicht weiter behelligen, weil ich weiß, unter welchem Schutz ihr steht. Unter dem Schutz meines Vorgängers. Ich habe damals einige Korrespondenzen mit Nimrod ausgetauscht und bin ganz und gar nicht mit seiner Entscheidung zufrieden. Nun, dies müsst ihr vermutlich auch nicht sein. Schließlich ist es nicht eure Aufgabe, diese Dinge zu organisieren. Aber irgendjemand muss es tun.
Also gut, wir werden euch, euren Begleitern, hier in diesem Wehrhof ein eigenes kleines Zimmer herrichten lassen, in dem ihr euch aufhalten dürft. Die gute Mutter sei es gedankt. Wir sind nicht auf der Suche nach euch, zumindest dieses Mal nicht. Wenn ihr aus Yol'Gumag allerdings wieder herkommt, dann wird meine ganze Aufmerksamkeit mal wieder euch gelten. Und euren Begleitern. Und von einem Inquisitor würde ich auch nichts anderes erwarten. Ja, während ihr euch ein bisschen ungut umseht, werdet dann von einem weiteren Novizen dann der Tür gewiesen. Könnt ihr wohl noch hören, wie es von draußen ein paar schwere Schritte gibt. Die Tür geöffnet wird, der große Saal geht wieder auf und sieben Frauen und Männer in langen, glänzenden Kettenhemden, weißen Wappenröckern treten herein. Weitere Bandstrahler in Begleitung von weiteren Rondrianern, die sich jetzt hier diesem kleinen Saal anschließen. Männer, die ihr noch nicht gesehen hattet. Faltgleiche Augen, irgendwelche Krieger. Es gibt noch eine kurze Begrüßung von Armando Laconda da Vanya zu diesen Neuankömmling und ihr werdet dann des Raumes verwiesen, sodass ihr dann durch die schweren Eichentüren auch nicht mehr genau hören könnt, was in dem großen Saal da vor sich geht. Nach kurzer Zeit kommt ein junger Bengel hinein und fragt euch dann, nachdem er euch da einen kleinen Tisch gewiesen hat, ob er euch etwas bringen kann, darf, ob es eine Suppe sein soll oder so etwas dergleichen.